Dann kommen wir noch zu einem weiteren Thema, der innere Frieden. Wie kann man den erreichen? Gibt es viele Antworten darauf. Also viele Meditationsrichtungen, Traditionen empfehlen ihre Meditation, um inneren Frieden zu erreichen. Also wenn ich jetzt Zen-Meditation mache, was ich seit über 40 Jahren tue, meinen Atem beobachte, so, bis ich immer mehr wirklich bei mir lande. Ja, am Anfang, wenn jemand hierher kommt zu so einem Seminar wie Fasten, Schweigen, Meditieren, dann, wenn er merkt, wie hart es dann doch ist, einfach 8-mal am Tag zu sitzen, zu schweigen, nichts zu essen zu kriegen, außer ein Smoothie am Morgen und viel Tee und Wasser, dann ist es irgendwie, ich muss hier sitzen. Ja, dann stellt er vielleicht fest, ich muss ja gar nicht, ich habe mich ja selbst angemeldet, also ich sollte hier sitzen. Dann merkt er irgendwie, was heißt ich sollte, das ist mein Über-Ich, ich will ja sitzen, ich will ja hier Ruhe finden. Ja, und dann irgendwann kann er es dann kann er sitzen, dann ist er wieder stolz, dann ist wieder das Ego im Wege. Und dann, okay, jetzt kann er sitzen und dann irgendwann merkt er vielleicht, ich darf sitzen. Und dann wird er schon so ein bisschen demütiger. Und dann kann er vielleicht, wenn er lang genug genießt, dass er sitzen darf, spüren, es sitzt. Und dann kommt Sitzen und Sein, und dann ist er ganz bei sich. Und dann entsteht sowas wie Frieden. Das geht jetzt aber auch bei einer Mantra-Meditation. Das kann sogar bei einer geführten Meditation, wie ich so viele gesprochen habe, auch entstehen. Also das wäre der klassische spirituelle Weg zu innerem Frieden. Es ist auch natürlich ganz hilfreich für diesen Weg oder auch allein, wenn man mit seinen Problemen fertig wird. Ja, also solange man mit totalen Problemen mit seiner Umgebung ist, wird das kein innerer Frieden sein. Da kann man nicht mal mehr einschlafen. Deswegen sagt ja die Bibel so ganz direkt, also bevor es Abend wird, musst du immer Frieden mit deinem Bruder machen. Also nicht sozusagen in Unfrieden, in Auseinandersetzung, in Projektion. In die Nacht nehmen. Ne? Mit in die Nacht nehmen, ja. Dann wird die Nacht eben nicht ausreichend regenerierend und nicht ausreichend entspannend. Also diesbezüglich wäre das schon ein wunderbarer Hinweis, dass wir immer am Abend fertig sind mit unserem Tagwerk und nicht mit den Nerven, wie die moderne Gesellschaft das jetzt sozusagen produziert. Wenn wir abgeschlossen hätten und zufrieden sind, ja, zufrieden ist ja schon der Weg hin in diese Richtung, in Frieden zu sein. Wann bin ich das denn? Ja, wenn ich die mir selbst gestellten Aufgaben erledigt habe. Früher der Bauer, der macht sein Tagwerk an einem Tag, ist am Abend rechtschaffen müde, hat keine Einschlafprobleme. Heute ist ja die moderne Welt so organisiert, dass du praktisch als Angestellter gar nicht fertig wirst mit deiner Arbeit. Das ist möglichst noch am Wochenende weiter und im Urlaub auch. Und man trägt es mit sich rum, es ist alles unfertig, außer eben die Nerven. Und diesbezüglich ist es natürlich eine Geschichte, die sozusagen nicht mehr zu Zufriedenheit führt. Über 70% der Deutschen sind nicht zufrieden, der deutschen Angestellten, mit ihrer Arbeit. Also das sind ja erschreckende Zahlen. Was könnten wir machen? Christus rät uns zu einem erfüllten Leben. Und ich glaube, das ist der beste Weg. Also, wenn ich ein erfülltes Leben habe, in dem Sinne, dass ich mit Yin und Yang zurechtkomme, mit dem Weiblichen und dem Männlichen. In der ersten Hälfte nehme ich das, womit ich als Junge jetzt losgeschickt bin, als Mädchen dann das Weibliche. Ab der Lebensmitte, sagt Carl Gustav Jung, den Gegenpol integrieren. Ich kann es auf der Elemente-Ebene anschauen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Die beiden männlichen Elemente, die beiden weiblichen, also das männlichen Feuer und Luft, weiblichen Wasser und Erde. Wenn ich die auf der erfüllten Seite konstruktiv lebe, wundervoll. Ich würde eben gern noch einen Schritt weiter gehen, jedes Element 3 Stufen. Ebenso gibt es Wasser, das anfangs das Fruchtwasser, in dem wir alle gewachsen sind. Es gibt das Wasser der Teiche hier, wo man ja sehen kann, Fische, Frösche und, fruchtbar. Und es gibt das Wasser aber auch natürlich des Moores, was so nach unten ziehend ist. Ja? Also Metamorphose steckt da drin, die Verwandlung. Und dann gibt es noch die unendliche Weite des Ozeans, des Meeres, ozeanische Gefühle, das Transzendente, 3 Stufen. Das kann ich jetzt bei allen 4 Elementen machen, da habe ich 4 mal 3, 12 Lebensprinzipien. Und wenn ich diese 12 Lebensprinzipien, so den ganzen Entwicklungskreis, wenn ich da jedes Lebensprinzip von der destruktiven auf die konstruktive Seite bringe, von der Unerlösten zur Erlösten, dann kann ich natürlich auf allen 12 Ebenen tanzen, auf der 12 Lebensbühnen. Ausgelassen,
tanzen, bin erfüllt, kann die Herausforderung gut annehmen. Also das ist eine Situation von positivem Frieden. Die ist aus meiner Sicht noch tiefer gehend und wesentlicher als gleich ins Kloster gehen oder in den Ashram. Ja, wenn man das bei Hesse Siddhartha anschaut, da ist ja das die Thematik. Da gibt es eben seinen Freund Govinda, der folgt dem Buddha. Und der macht es ganz genau, ist der Sangha und wie das alles sein muss als Buddhist. Und der Siddhartha kann das nicht. Obwohl er erkennt, dass er dann einen erleuchteten Meister hat, muss der seinen Weg gehen. Also er muss sich mit Kamala zusammentun, die müssen ihr Kind kriegen. Er muss erleben, wie Kamala stirbt, er muss eine Firma hochziehen und er muss sie wieder loslassen und so weiter. Also Siddhartha hat so ein gelebtes Leben hinter sich und findet dann beim Fährmann Vasudeva Frieden. Ja, wenn er in diesen großen Fluss schaut und sieht, dass alles fließt und auch in ihm fließt. So, das ist der noch wertvollere Weg. Ja, die treffen sich ja zum Schluss noch einmal. Und Govinda muss auch anerkennen. Siddhartha hat Befreiung gefunden. Er, Govinda, aber nicht. Also diesbezüglich, die beste Variante wäre aus meiner Sicht, um Frieden zu finden, ein erfülltes Leben in dieser Welt zu leben, aber schon dabei auch bei diesem aktiven Leben, wo man seine Lebensträume, Visionen, Wünsche, Herzenswünsche lebt und Herzensangelegenheiten, dabei auch parallel schon sowas wie Meditation macht. Also mir wäre das auch ganz wichtig, jeden Tag zu meditieren. Das ist eine wunderbare Ergänzung zur Medizin. Da geht es bei beidem um die Mitte. Medizin hat es völlig aus dem Auge verloren, die Schulmedizin. Aber die Medizin, die ich so vertrete, ja nicht. Ja, also ich habe eben mehr Filme, Spielfilme verschrieben als Pharmaka. Weil Spielfilme haben diese Chance, einen wunderbaren Feierabend zu geben, wo es nach dem Film einem besser geht als vorher. Wenn man das noch im Sinne der Hollywood-Therapie deutet und die tieferen Ebenen findet, kann man sich von Abend zu Abend wirklich vertiefen in einem Sinne, was die Seele in Frieden bringt. Man taucht dann gleich ein in diese Seelenbilder-Ebenen, die dann weitergehen in den Träumen der Nacht. Man kann sich so den weiblichen Pol des Tages retten von den 24 Stunden, also die Abenteuer des Abends in den Filmen miterleben, dann in die eigenen Abenteuer der Träume übergehen. Dann kann man allmählich auch von der zurückgewonnenen, zurückeroberten Nacht, dem weiblichen Pol, Yin, den männlichen, den Yang-Pol, wieder erobern. Also diesbezüglich ist es schön, wenn das gleich begleitend dazu kommt, das innere Kind wieder erleben. Ja, nicht erst nur kurz vor Schluss wegen der Alzheimer-Prophylaxe, sondern am besten sozusagen relativ bald mal merken. Es gibt auch kindliche Freude und kindlichen Spaß am Wachsen, am Gedeihen, an der Schönheit. Also wenn ich so sage, ich habe das hier alles natürlich auch bezahlt, dann hat es ja auch diesen Aspekt, ich habe auch viel gewonnen, was mein Herz öffnet. Und freut, wenn sich Leute hier wohlfühlen, wenn die zu sich finden, zu ihrer Mitte kommen. Also das hat ja immer diesen Ausgleich, wenn ich mich öffne dafür.